Wir haben kurz gucken, ob ich alles eingesammelt hier, ja, ne? Also ich deute mal den Weg mal so an. Oh, hier so eine. Da machen wir mal, wenn wir hier 8 haben, machen wir mal 3. Machen wir hier mal so eine Art. Zweierweg. So. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier diesen Achter Abstand haben, dass wir vielleicht dann hier erstmal meine Fackel hin so zur Orientierung, dass wir dann hier mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dass wir hier auch 8 machen. Sehen, ob das so hinhaut. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, halt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müssten wir ja, na, das, da sind wir aber nicht ganz. Ach ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Das müsste nicht ungefähr hinkommen dann. Ich hatte mir jetzt überlegt, ich würde mal ausprobieren, das jetzt mit den hohen Bäumen jetzt hier zu machen. Und aber dann wäre die Frage. Und jetzt kommt die Innovation, ob das auch mit Obstbäumen funktioniert. Ich nehme jetzt aber mal nur Apfel. Ach, beziehungsweise ich mache mal. Ich mache mal hier, mache ich mal 6 Stück. Ich weiß gar nicht, wie viel ich insgesamt habe. Dann habe ich hier die. Aprikosen. Wie war das nochmal mit den Säften hier? Das war Apple und Orange. Orange hatten wir nicht mehr. Ich probiere es mal mit dem Baum. Und jetzt war das ja so. Setzling. Dann
nochmal. So. Ob das dann so hinhaut, weiß ich nicht. Ist das doch jetzt so? Dass die Hohen doch eigentlich erst beginnen ab 1, 2, 3, 4, ne? Ich müsste die noch jetzt eigentlich noch einen höher machen. Ich weiß nicht, ob einer reicht. Mal sehen, Bone Meal. Ja, nochmal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Da wird jetzt wahrscheinlich eine Menge Bone Meal da drauf gehen. Aber egal, wir haben ja ein paar Knochen da und können uns ja auch noch wieder was nach holen hier, aber ich werde mal ausprobieren, ob das jetzt irgendwie so hinhaut, wenn ich dem jetzt oha. Er braucht ganz schön viel, ne? Ich gehe mal einen weiter runter. Das war jetzt ein ganzer Stack, ne? Vielleicht funktioniert das auch nicht mit den Obstgeschichten hier. Oder ich bin zu weit oben. Ich habe ja noch. Hey, das scheint nicht zu funktionieren. Gut, dann bleiben wir mal bei den normalen. Die würde ich dann schon probieren, höher zu bekommen. Na? So, mal sehen. Setzen die einfach mal alle immer so hin. Ich denke mal, einer reicht auch, ne? Schon wieder Nacht. So.
Genau, bin ich ja mal gespannt. Ob wir da diese Allee hinbekommen. Auf jeden Fall haben wir eine Menge Holz und eine Menge Erde jetzt hier auch gesammelt. Der Ausflug da in die Tropfsteinhöhle war ja auch nicht schlecht hier mit den ganzen Diamanten. Ja genau, da wollte ich ja noch mal eben sehen hier. So, das lasse ich jetzt erstmal alles mal so ein bisschen wachsen. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht zu viel an Höhe ist hier mit den Dreiern. Aber das müsste ja eigentlich, ich meine, der Baum ist ja auch da gewachsen. Ich denke, es dauert wahrscheinlich einfach nur länger, bis dann halt eben auch tatsächlich so ein großer dann halt dann da entsteht. Ich lasse das jetzt auch mit dem Baum den einfach mal eben Moment mal eben mal ruhen. Gucken wir unsere Höhle hier, die ja, funktioniert noch. So, machen wir mal eben hier 9. Mehr weiß, vielleicht kommt da ja noch mal was hin. Mal sehen. Gut, warten wir mal ab. Da hinten ist noch ein Ach ne, habe ich mich versehen. Das war die Birke. So. Ich müsste eigentlich auch mal das Feld auch noch mal wieder eben abernten. Aber die mal kurz mal ein bisschen Platz schaffen hier im Inventar. Mal alles beiseite. So, ich sammle das jetzt mal komplett ein hier. Beetroot Seeds, dann haben wir hier diesen Cantaloupe, haben wir hier noch. Cantaloupe Seeds, ich weiß gar nicht. War das das hier? Naja, was ist das hier noch? Dann machen wir hier Cantaloupe mal im Voll. Und hier Celery Seeds. Ach naja, das war... Haben wir hier einen ganzen Stack Weizen. Und dann würde ich nämlich sagen, dass wir das hier auch noch mal eben machen.
So, Kartoffeln hier. Die Kürbisse nehme ich auch noch mal eben mit. Ah, die ist schneller als die. Als die Steinaxt. Also zwei Stacks von dem Weizen. Und ich würde sagen, dass wir das dann auch gleich reinvestieren und hier dieses Feld nochmal erweitern. Ich schau mal eben hier bei den Bäumen. Ja, da muss man jetzt aber nur abwarten, ne? Ich warte mal ab. Das würde sich ja anbieten. Dann jetzt hier dieses Feld einfach nochmal hier nach hinten zu erweitern, weil die Tiere sind doch da hinten sowieso in dem Wald und fühlen sich da, glaube ich, viel wohler als hier in der Lichtung. Ja, und dann werden wir das einfach hier in Feld umwandeln. Den Baum noch mal eben weg. Machen wir so. Hier. Na. Normale Schaufel habe ich hier auch noch. Na. Ach, jetzt bin ich mit der Spitzhacke hier. So. Gut, dann bauen wir uns mal eben ein bisschen Zaun. Hab ich noch eine Werkbank dabei? Nee. Hier hin, so. Da brauchen wir. Das wird nicht reichen. Dann haben wir hier noch Zaun, haben wir noch Fence Gate, da haben wir noch normales Holz, hier für Stöcke haben wir da noch. Mal die Erde wegpacken. Und auch hier die Seeds. So, und einfach mal so einen ganzen Stack nochmal eben hier. Fence Gate weiß ich gar nicht genau. Müsste euch das, was wir haben, eigentlich reichen. Ich bräuchte halt nur mal eben einen Eimer. Dann reicht noch nach Eisen. So, dass wir dann die
Tiere denn auch wieder füttern können hier? Da ist einer gewachsen, ach, ist ein hoher geworden, ne? Der nicht. Na, aber das heißt, dann muss ich den ja diese Folge da wegnehmen, ne? Das ist ein hoher geworden. Ja. Na, da muss man vielleicht einfach auch nur ausprobieren oder einfach nur Geduld haben. Na, mal sehen. Gut, gehen wir mal schlafen. Okay. Ich mach mal eben eine kleine Aufnahmepause. So, da ist noch. Alles klar, ich stelle mich hier hin. Bis gleich.